Liebe Zuschauer, eine dicke Überraschung haben wir gesehen von der SNB, die erste Zinssenkung dieses Jahr. Ja, und die Schweiz ist jetzt vorgeprescht und hat die Zinsen gesenkt. War das so überraschend oder hast du damit gerechnet? Ja, hallo David. Nee, das war tatsächlich eine faustdicke Überraschung. Oder um es anders zu formulieren, die SNB weiß auch zu überraschen. Also man kann die eidgenössische Notenbank nur schwer einschätzen. Da gab es jetzt auch im Vorfeld keine Indizien dafür, dass jetzt auch tatsächlich ein Zinsschritt erfolgen würde. Und aus meiner Sicht war ein Zinsschritt eigentlich auch nicht notwendig. Ja, und so aus dem Kopf heraus haben die Schweizer auch angefangen, damals die Zinsen als erstes anzuheben. Ja, wollten sie wieder Vorreiter sein oder hat es einfach die Gründe, dass es praktisch keine Inflation mehr gibt und wir was gegen die starke Währung machen mussten? Die SNB begründet ihren Zinsschritt nach unten tatsächlich mit den Inflationsraten. Die sind sehr tief, die liegen unter 2% und laut den bedingten Inflationsprognosen der SNB bleiben diese auch auf Sicht der kommenden 2 Jahre unter 2% und deshalb erfolgte diese Reduktion der Leitzinsen. Aber ich vermute mal, da steckt sicherlich auch der starke Schweizer Franken dahinter, weil, wie wir alle wissen, der Schweizer Franken ist stark und in der Tat, die SNB hatte ja auch zumindest etwas Erfolg mit ihrem Zinsschritt. Der Schweizer Franken hat im direkten Anschluss an diesen Zinsentscheid ja auch tatsächlich um etwas mehr als 1% abgewertet gegenüber dem Euro. Also kann man zusammenfassend aus deiner Sicht auch sagen, es wäre irgendwann angebracht gewesen, aber vielleicht jetzt zu dieser Zeit noch keine Handlungsbedarf vorgesehen gewesen. Oder wie kann man das zusammenfassen? Also aus meiner Sicht wäre im ganzen Jahr 2024 keine Reduktion notwendig gewesen. Warum? Naja, die eidgenössische Wirtschaft schlägt sich in Anbetracht des widrigen Umfeldes relativ solide und gleichzeitig sind ja auch in der Schweiz jetzt nicht plötzlich alle Inflationsgefahren gebannt. Es bestehen noch Inflationsrestrisiken und aus meiner Sicht war aus den eben genannten Gründen eigentlich gar kein Bedarf da, die Leitzinsen zu senken. Das zeigt aber einmal mehr, die SNB lässt sich nicht in die Taschen schauen, sondern weiß zu überraschen. Ja, und die Schweizer sind jetzt vorgeprescht. In Europa und USA hat man eher damit gerechnet oder rechnet man auch nach wie vor davon und sie reden auch offen darüber. Ja, wie siehst du das, wenn wir vielleicht gerade die Fed und auch nach Europa schauen wollen? Ich glaube, da wird es auch Zinssenkungen geben, so jedenfalls auch die Verlautbarungen der Zentralbanker, dies und jenseits des Atlantiks. In den USA war ja zuletzt die Situation so, dass erste Stimmen aufkamen, muss denn die Fed überhaupt den Leitzins senken? Weil die US-Wirtschaft schlägt sich ja erstaunlich robust, sehr solide. Gleichzeitig wollten jetzt zuletzt die Inflationsraten auch nicht weiter zurückkommen. Und aus diesen Gründen kam auch schon jetzt eben erster Zweifel auf, ob die Fed überhaupt was im laufenden Jahr machen wird. Aber wir sind schlauer. Seit der letzten Notenbanksitzung wissen wir, dass die Fed nach wie vor daran festhält, nämlich den Zins um 75 Basispunkte senken zu wollen. Fahrplan bleibt auch bislang, dass im Juni der erste Zinsschritt erfolgt. Aber sollte sich die US-Wirtschaft in den kommenden Wochen weiterhin robust zeigen und gleichzeitig die Inflationsraten wieder erwarten, nicht weiter fallen, ich glaube, dann rückt der Zeitpunkt eines ersten Zinsschrittes weiter in die Zukunft. So viel mal zur Fed. Was macht die EZB? Ich glaube, die EZB hat mittlerweile einen ziemlich klaren Plan. Die EZB möchte zur Jahresmitte, also auf ihrer Juni-Sitzung, den Leitzins zurücknehmen. Und es wird auch nicht nur bei einer Leitzinssenkung im laufenden Jahr bleiben, sondern da wird es dann mehrere Zinsreduktionen geben. Ich gehe mal davon aus, gerade auch weil
die europäische Wirtschaft so stark angeschlagen ist, dass da in der Summe Zinsreduktionen von 150 Basispunkte im laufenden Jahr anstehen werden. Ja, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Wir werden es das Jahr auch weiter verfolgen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, und wir werden auch sicher in den kommenden Wochen oder Monaten nochmal drüber sprechen. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Danke, David, dir.